Erinnerst du dich, wie du als Kind noch extra viel in den Einkaufswagen gepackt hast, um auch ganz sicher an der Kasse die Sammelkarten zu kriegen? Oder wie du in der Schule mit deinen Freunden hin und her getauscht hast, um unbedingt dein ganzes Album voll zu bekommen? Vermutlich schwelgst du wie viele andere auch gerade in Nostalgie. Denn der Sammeltrend erlebt gerade sein Hoch. Nur diesmal digital. Was genau dieser Sammelhype bedeutet und wie er vielleicht sogar den Online-Markt revolutionieren wird, das erfährst du gleich. Wenn du bereits im Kongstermag bist, dann kannst du ganz einfach hier unten weiterlesen. Schaust du das Video gerade auf YouTube? Dann klick doch mal in den ersten Link in der Videobeschreibung und lass mir gerne mal deine Meinung da. Wer hätte gedacht, dass man selbst das altbekannte Sammeln digital gestalten kann, wo unsere Großeltern noch überall in Läden nach Comicheften und Briefmarken gesucht haben, sind wir heute im World Wide Web auf der Jagd nach virtuellen Pokémon und digitalen Fußballkarten. Es herrscht aktuell ein regelrechter Sammelhype und diesmal vor allem auch unter Fußballfans. So gründete auch Dirk Weihl zusammen mit zwei Kollegen im September 2020 das Startup Fanzone. Das Ziel? Die Suche nach begehrten Fußballkarten auch in der Online-Welt zu ermöglichen. Pünktlich zur EM kann man somit die digitalen Sammelkarten nicht nur online kaufen, sondern auch mit ihnen handeln und sie in Fantasy-Fußballwettbewerben online einsetzen. Um die Karten vor Fälschungen zu schützen, haben sich die drei Gründer dabei an die Blockchain-Technologie angelehnt. Um genau zu sein, an NFTs, sogenannte Non-Fungible Tokens. Ein Token, das heißt ein digitaler Vermögenswert, kann sowohl austauschbar als auch nicht austauschbar sein. Bei NFTs handelt es sich also um Vermögenswerte, die nicht eins zu eins gegen einen anderen ausgewechselt werden können. Zum Vergleich: Bitcoins lassen sich problemlos tauschen, da sie immer den gleichen Wert haben. Doch die Sammelkarten bleiben somit individuell. Doch revolutionieren NFTs nun wirklich den Online-Markt? Wenn wir mal ein paar Jahre in die Vergangenheit schauen, dann merken wir ja eigentlich, dass das typische Sammeln, so wie man es kennt, ausgestorben ist. Wo heutzutage ein cleaner, minimalistischer Lifestyle im Vordergrund steht, haben doch alte Briefmarken überhaupt keinen Platz mehr in unserem Leben. Im Grunde übertragen diese NFTs nun die Sammelleidenschaft der Menschen ins Internet. Ob digitale Platten, Grundstücke, Kunst oder sogar Memes. Die Möglichkeiten scheinen grenzenlos. Und obgleich Sammelliebhaber, Nerds oder Otto-Normalverbraucher, sie scheinen alle bereit zu sein, hohe Summen dafür auszugeben. Nicht zuletzt wurde das Meme Disaster Girl als digitales Original für 500.000 Dollar verkauft. Ja, eine halbe Million Dollar für ein digitales Bild. Und das ist gar keine Seltenheit. Die Digitalcollage Every Days, The First 5000 Days von Mike Biepel-Winkelmann brachte ihm sagenhafte 69 Millionen Dollar ein. Matt Hall und John Watkinson bekamen für ihre Pixel-Porträts fast 17 Millionen US-Dollar. Im Internet herrscht zurzeit Goldgräberstimmung und die meisten erhoffen sich tatsächlich eine enorme Wertsteigerung in den nächsten paar Jahren. Doch geht es hierbei wirklich um die Liebe zum Sammeln oder ist es eher eine smarte Investmentstrategie? NFTs haben inzwischen eine hohe wirtschaftliche Bedeutung in der digitalen Welt und die Investoren in die sogenannte Kryptokunst öffnen hiermit bereits ein neues Spielfeld für ein globales Milieu, was normalerweise in eine Kunstausstellung gehen würde. Die Investoren sogenannter Kryptokunst eröffnen hiermit ein neues Spielfeld für ein globales Milieu, welches sonst wohl eher weniger die klassischen Kunstgalerien besuchen würde. Aber nicht nur auf dem Kunst- und Sammelmarkt können NFTs eine große Bedeutung haben. Bald können sie aufgrund von ihrer Einzigartigkeit
auch als Eintrittskarten, für Übertragungsrechte ohne Notar ins Grundbuch verwendet werden, da sie ja eben nicht gefälscht werden können. Die Anwendung von NFTs ist wirklich vielfältig und sie haben ein großes Potenzial, nicht nur in der Blockchain-Ökonomie eine wichtige Rolle zu spielen, sondern auch von großem Wert in der digitalen Wirtschaft zu sein. Doch aktuell scheint die Goldgräberstimmung und der maximale Hype um die NFTs sogar wieder abzuschwächen. Tja, so ist das eben mit Hypes. Ob NFTs wirklich ihr Riesenpotenzial erreichen werden oder ob sie in Zukunft nur eine interessante Idee bleiben, das werden wir wohl live mitbekommen. Aber nun interessiert mich mal eure Meinung. Was glaubst du, wird der nächste virtuelle Sammelhype sein? Lass es mich gerne mal in den Kommentaren wissen. Und wenn du schon dabei bist, dann schau dich doch einfach mal im Kongster Magazine Created oder auf dem Kongster YouTube-Kanal weiter um. Hier gibt es viele weitere interessante Inhalte von mir, Amon und auch weiteren Creatern. Peace und bis zum nächsten Mal.